Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen mich heute ein wenig wehmütig, weil dies der letzte Haushalt ist, den ich für das Familienministerium verhandeln konnte. 2014 hatte unser Etat 7,9 Milliarden, wir haben es schon gehört. Heute, nach 3 Jahren guter Arbeit der Ministerin und der Großen Koalition, ist er mit 9,5 Milliarden so groß wie nie zuvor. Und das ist gut so, denn viele Menschen profitieren und jeder Cent ist gut angelegt. Und Ekin Deligöz, auch wenn du gerade nicht zuhörst, Ankündigungsministerin, weise ich mit Ekel und Abscheu zurück. Guck mal, alleine diese 2 Milliarden Aufwuchs, genau das haben wir einer taffen Ministerin zu verdanken, die mit vielen Initiativen nach vorne gegangen ist und das umgesetzt hat. Und ein weiteres Wort: Elterngeld plus, Demokratie leben, alles das haben wir der Ministerin zu verdanken. Und außerdem, Ekin Deligöz, vielleicht redest du auch mal mit euren grünen Freunden in den Ländern. Diese Kita-Qualitätsoffensive, Qualitätsstandards, wird zum Beispiel in Hessen und in Bavü abgelehnt. In Bavü sogar vom grünen Frauenministerium. Vielleicht müsstet ihr euch da mal ein bisschen einmischen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Elterngeld mit 6,4 Milliarden ist uns lieb und teuer, aber es wirkt. Die Geburtenziffer steigt wieder. Hurra! Wir haben endlich wieder mehr Babys in Deutschland. Und das freut mich als siebenfache Großmutter natürlich ganz besonders. Denn Kinder sind einfach nur toll. Und deshalb ist es natürlich klar, dass wir Mütter und Väter in der Rush-Hour ihres Lebens auch zukünftig unterstützen müssen und weiter in Familien investieren. Kinder großziehen, Eltern betreuen, das Haus abbezahlen und dann noch zackig Karriere machen, funktioniert eben nicht so nebenbei. Deshalb ist der Vorstoß der Ministerin nach einer Familienarbeitszeit richtig und sinnvoll. Hier ist aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Wirtschaft gefordert, denn die muss auch moderne Arbeitszeitkonzepte anbieten, anstelle immer nur über Fachkräftemangel zu jammern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kinder sind einfach nur toll. Und deshalb muss man ihnen natürlich den besten Start ins Leben ermöglichen. Wir haben, und da bin ich sehr froh drüber, dass wir die Bundesstiftung Mutter und Kind, die dazu beiträgt, die Lebenslagen von schwangeren Frauen in Not zu verbessern und ungeborenes Leben zu schützen, besser fördern können. Wir haben für diese wertvolle Arbeit in der Bereinigungssitzung gemeinsam noch mal 4 Millionen Euro bereitgestellt zusätzlich. Den besten Start für Kinder und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen wir aber insbesondere mit dem Sondervermögen Kita-Ausbau, welchen wir um weitere 450 Millionen anheben. Und das Bundesprogramm Sprachkitas wird ebenfalls aufgestockt. Sehr dankbar bin ich auch, dass die Initiative der Ministerin, den Unterhaltsvorschuss auszuweiten, wieder eine Initiative von ihr, zwischenzeitlich Realität wird. 260.000 Kinder können davon profitieren. Und es ist anders als eben dargestellt, nicht mehr die Frage des Obs, sondern eine Frage der Zeitschiene. Wir haben das so beschlossen und mit den Ländern verhandelt, übrigens die Länderministerpräsidenten mit einem 16-zu-0-Beschluss. Die sind ja, das wissen Sie alle, im Moment ein bisschen als moderne Raubritter unterwegs. Und in diesen ganzen Vereinbarungen zu den Finanzbeziehungen wurde dann eben auch vereinbart, dass dafür die Länder den Unterhaltsvorschuss schlucken müssen. Und es gibt Vereinbarungen, an die hat man sich zu halten. Und auch da empfehle ich den Grünen, vielleicht mal mit ihrem grünen Ministerpräsidenten zu reden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kinder sind einfach toll, aber aus Kindern werden eben auch schnell Jugendliche. Und daher ist der Kinder- und Jugendplan des Bundes das zentrale Förderinstrument. Und bei der Einbringung, ich erinnere daran, waren wir alle wirklich sehr erschrocken, dass uns wichtige Maßnahmen im KJP, die die Haushälter im letzten Jahr erstritten hatten, fehlten, weil sie nicht in den Haushaltsentwurf vom Finanzministerium übernommen wurden. Nach einem engagierten Einsatz der Haushälter, danke auch an Alois Rainer, an Michael Leutert, an Ekin, konnten wir erreichen, dass wir wieder Erfolge verkünden können. Wir Haushälter haben das bereinigt. Ich liebe dieses Wort, bereinigt.
In der Bereinigungssitzung sorgten wir dafür, dass alle Kürzungen für 2017 zurückgenommen wurden. 2 Millionen Jugendverbände, 8 Millionen Jugendmigrationsdienste und 15 Millionen für die wichtigen C1-Sprachkurse für besser gebildete Flüchtlinge. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Träger der freien Wohlfahrtspflege sind über die Ergebnisse der Bereinigungssitzung ebenfalls sehr erfreut. Denn die Wohlfahrtsverbände vor Ort erhalten auch weiterhin 2 Millionen extra. Und das Bundesprogramm Wohlfahrtsverbände für die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und damit auch die wichtigen Folteropferzentren werden auch zukünftig mit 6 Millionen mehr gefördert. Ein weiteres positives Signal im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik ist die Erhöhung für das deutsch-polnische Jugendwerk um 1 Million auf 6 Millionen Euro. Und nachdem wir den Bundesfreiwilligendienst bereits im letzten Jahr sehr gestärkt haben, freue ich mich besonders, dass wir nun auch die anderen Jugendfreiwilligendienste gut ausstatten könnten, weil damit eben das ehrenamtliche Engagement der jungen Leute noch weiter gefördert wird. Da wird auch die Kollegin noch was zu sagen. Und angesichts der Radikalisierungstendenzen müssen Jugendliche natürlich auch gestärkt und geschützt werden. Und daher werden die Mittel für das Bundesprogramm Demokratie leben auf über 100 Millionen verdoppelt. Ich denke, besser geht kaum noch. Und bereits bei der Beratung des Einzelplans konnten wir uns bereits auf eine zusätzliche Förderung von zusätzlichen 100 Mehrgenerationenhäuser einigen, was dazu führt, dass wir jetzt bundesweit 550 wichtige Mehrgenerationenhäuser fördern. Wir verabschieden heute einen Haushalt, der sich meiner Meinung nach wirklich sehen lassen kann und dem ich auch der Opposition dringend Zustimmung empfehle. Ihr habt ja auch bei allen Anträgen mitgemacht, die wir vorgelegt haben. Deswegen wundert es mich, dass jetzt hier so das große Messer rausgeholt wird, jedenfalls von einer Oppositionsseite. Familien, Kinder, Jugendliche werden profitieren und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird gestärkt. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lade Sie ein, stimmen Sie unserem Haushalt zu. Ich danke allen, die an diesem Haushalt konstruktiv mitgearbeitet haben und bedanke mich sehr für die gute Zusammenarbeit bei Alois Rainer, bei Michael Leutert, bei Ekin Deligöz, bei dem Ministerium, dem ganzen Team. Und danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir haben wunderlich. Als nächstes